Die großen Segelschiffe geben sich in Rostock mal wieder die Ehre. Die Jubiläums-Hansesail lockt sie aus aller Welt an und sie können hier bestaunt werden. Die Krusenstern aus Kaliningrad war eine der ersten Segler, die hier anlegten. Ein Ausbildungsschiff, auf dem 170 Rekruten das Segeln lernen. Es ist das zweitgrößte Schiff auf der diesjährigen Veranstaltung. Das größte ist die Seedorf, die auch rechtzeitig zu Beginn der 25. Hansesail sich in Rostock zeigte. Diese und die vielen anderen Segler von den insgesamt 240 sind wahre Zuschauermagneten. Und so säumen die Schaulustigen die Ufer, um einen Blick auf die Schönheiten der Meere zu erhaschen. Einen besonders beeindruckenden Platz zum Schauen und Genießen findet man in Warnemünde. Hier am Yachthafen Hohe Düne verpasst man nichts und man kann bei bester Verköstigung die Hansesail genießen. Ein Standort, der ideal für alle Segelfans ist. Ja, wir haben ja schon mal einen Hafen mit 750 Liegeplätzen. Das heißt, bei uns legen auch jede Menge Schiffe an. Und durch unsere Residenzen und Hotel hier mit Blick nach Warnemünde, für mich der schönste Blick auf die Hansesail, alle Schiffe kommen bei uns vorbei, ist natürlich schon ein großer Auftrieb hier. Auch im Stadthafen von Rostock herrscht reges Treiben. Ein Volksfest, was Schiffe schauen mit Vergnügungen der vielfältigsten Art verbindet. Die Hansestadt ist an den drei Tagen der Hansesail in einem wahren Ausnahmezustand. Wer Lust hat, kann auch an Bord gehen und auf einem der Schiffe eine kleine Segeltörn machen. Hier auf der Quaschita zum Beispiel kann man für 4 Stunden in See stechen. Das Regiment auf dem 1945 gebauten Schiff führt eine Frau. Sie ist der Kapitän und das vorwiegend weibliche Personal hört auf ihre Kommandos. Und wer Lust hat, kann beim Segelsetzen mithelfen und danach den Blick auf die anderen Schiffe genießen. Eine Aussicht, die es eben auch auf der Hohen Düne gibt. Ja, weil der Blick ist einfach schön. Wenn man rüberguckt, hat man das Meer, die Warnow und Warnemünde, den Leuchtturm, also die schönste Perspektive. Und wenn man da sitzen kann, ein Bierchen trinken und eine Bratwurst essen bei uns hier im Biergarten, ist doch eine feine Sache, wenn das Wetter so mitspielt wie dieses Jahr. Und dazu gibt es auch noch Informationen über die vorbeifahrenden Schiffe, für die Moderator Wolfgang Fiedler sorgt. Und wenn Sie auch das Flair der Anlage der Hohen Düne mal genießen wollen, zücken Sie den Fotoapparat oder das Handy und machen Sie einen Hansesail-Schnappschuss und nehmen Sie an dem Gewinnspiel von Travelcamp TV teil. Es lohnt sich. Genau, das schönste Foto der Hansesail. Schön wäre, wenn wir mit drauf wären, aber das ist nicht die Bedingung. Und das schönste Foto werden wir prämieren mit unserer Jury. Und dafür kann man dann bei uns in der Yachthafenresidenz Hohe Düne eine Übernachtung machen und den Blick und alles überprüfen, ob das auch so ist. Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Webseite www.travelcamp.tv. Na dann Schiff Ahoi und vielleicht sind Sie demnächst auch mal hier zu Gast, sollten Sie das beste Bild einsenden. Motive gibt es auf der 25. Hansesail nun wahrlich genügend. Na dann viel Glück.